Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen und etwas kürzeren Video. Ich habe eben das, ich denke mal, ich werde es auch Hands-on-Video nennen, zum smarten Wassersensor von Meros. Kann man das erkennen? Ich sehe das auf dem kleinen Bildschirm immer so schlecht. Und mit der silbernen Schrift. In der Verpackung ist mit bei so ein Stück Kabel, kommen wir gleich dazu. Der Wassersensor, ein Hub, der war auch mit bei. Ein Wandadapter und ein Kabel. Dieser Wandadapter, dieser Kabel. Und ich habe den jetzt hier in diesem. Der war bei meiner Heizung mit bei. Davon werde ich mir noch welche kaufen. Ich habe das jetzt im Wohnzimmer dran. Funktioniert so, so geil. Kommen wir nach, Video habe ich ja schon gemacht, da wollen wir mir noch welche kaufen. Und dann kommen die in die ganzen Wohnung und dann kann ich das alles sagen, bei welcher Temperatur. Und dann habe ich auch keine Verschwendung. Und ich will noch gucken, Meros hat glaube ich auch noch Fenstersensoren. Da muss ich mal gucken, wie die aufgebaut sind, dass wenn Fenster auf ist, dass dann gar nicht erst die Heizung angeht oder die Heizung dann ausgeht. So. Aber kommen wir weiter. Ich habe das jetzt praktisch hier an dem Ding, weil da habe ich ja die Heizung schon dran. Ich brauche nicht zwei davon. Jetzt gleichzeitig. Deswegen kommt der weg und ich nehme einfach den. Es gibt den wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, nur so, ohne diesen Hub, falls ihr den schon habt. Der wird dann wahrscheinlich was billiger sein, aber egal. So, beim Einstellen. Ich habe, wie gesagt, Hands-on, ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das einzustellen. Aber nicht dem Produkt geschuldet, sondern meinen dicken Händen geschuldet, weil wir haben hier keine Taste, kein gar nichts. Der ist komplett wasserdicht. Wir haben hier die Sensoren. Ich werde mal gucken, damit ihr die sehen könnt. Das ist ein Sensor. Da ist noch ein Sensor und hier ist auch einer. Hier drunter wird wahrscheinlich die Batterie sein. Die müsste man dann aufschrauben, um die Batterie rauszubekommen. Habe ich mich jetzt nicht getraut und ich weiß auch nicht, welche Batterie drin ist. Das leuchtet beim Einstellen. Wenn man das damit verbinden muss, funktioniert alles selbsterklärend in der App. In der Meros App einfach Plus und dann findet der das Gerät nicht gleich. Ja, ihr müsst dann, was müsst ihr machen? Warte, ich zeige euch das mal. Smart, noch irgendwas müsst ihr da eingeben. Smart. Ach, meine Mutter schreibt auch schon wieder. So. Da unten ist er. Und die geht dann einfach hier in der App. Oben auf das Pluszeichen. Und dann habt ihr hier alle Geräte. Ne? So. Und das ist der smarte Alarm. Hier. Also da unten ist der smarte Alarm. Da steht nur smarter Alarm. Wassersensor steht so direkt im ersten Augenblick nicht da. Ja, wenn ihr den smarten Alarm nicht auswählen wollt, weil er euch nicht traut, dann gibt da einfach, wie auf der Verpackung hier steht, MS400 ein. Ja, dann gibt er hier oben auf der Suche MS400 ein. Und dann findet da den smarten Alarm, da geht er rauf und dann habt ihr da den Wasseralarm und dann müsst ihr heute den Hub auswählen. Wir gehen nochmal raus, zurück, nochmal, zack. Ihr könnt einfach auch gleich den smarten Alarm nehmen. Smarter, hier haben wir den smarter Sensor und Alarm. Da drückt er drauf, dann habt ihr verschiedene Sensoren und Dinger. Und da ist es praktisch hier. Das kann man aber auch an dem Bild sehr gut erkennen. Da drückt er drauf und dann fragt er, welchen Hub ihr habt. Ja, ich weiß nicht, ob es halt gibt noch den SH450, SH400 und den MSH300. Bei uns ist es der MSH300, also bei mir jedenfalls, dieser hier. Das findet ihr raus, auf der Rückseite steht oben Modell. Ja, Meros und dann steht Modell, da steht MS300. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt andere Länder sind oder halt ältere Modelle oder so, aber egal. Und dann wählt ihr den MS300 und dann ist alles selbsterklärend. Alles komplett selbsterklärend. Ich mache mal ein bisschen dunkler, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. So, alles komplett selbsterklärend.
den in die Steckdose machen, weiter. Dann soll der so blinken, weiter. Dann verbindet der sich damit, bei mir jetzt natürlich nicht. Verlassen. Und danach will er dann halt den Netzwerkanschluss, dann müsst ihr von eurem Router, euren Router auswählen und Passwort eingeben, weiter. Und dann sucht er den. Und um den zu verbinden, müsst ihr hier die Punkte, die haben eine Nummer. 1, 2 und 3. Ihr sollt auf 1, das, was hier mit bei ist, dieses Kabelchen, ranhalten, wirklich klein, eine kleine Spitze. Ja, also für meine dicken Hände war es echt schwer, das Ding zu halten, weil ja, ich hätte es auch so machen können. Und dann müsst ihr praktisch so an der 1 festhalten und dann die 2 oder die 3 kurz tippen. Also dreimal, steht auch in der Anleitung da, 1, 2, 3. Und dann leuchtet das oder blinkt das hier um. Und dann könnt ihr hier auch weiter drücken und dann verbinden die sich, wenn die verbunden sind. Dann habt ihr die in der Meros App verschiedene Möglichkeiten. So, ich mache mal hier ein bisschen Platz. Das sind jetzt die Nachrichten. Wie gesagt, ich habe ein bisschen getestet. So. Da habt ihr dann... Warum, weshalb, kann ich euch nicht sagen. So. Wenn ich auf den Sensor gehe, alle anderen Geräte, wenn ich hier Steckdose anklicke, habe ich die Steckdose. Bei der Lampe habe ich die Einstellung der Lampe. Hier bei der Lampe habe ich dies. Bei der habe ich das. Hier habe ich kein Bild von dem Produkt, sondern gleich nur die Warnmitteilung. Aber okay, das ist wohl das Konzept. So, dann haben wir hier oben zurückgehen. Was haben wir hier? Ja, bestätigen, alle Daten gelöscht. So, dann ist es wieder leer. Das ist der. Und da rechts daneben. Da haben wir dann ein, das, ich habe auch, der hat auch kein Update gezogen. Also, der hatte kein Update. So, und dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, was wir machen können. Hier haben wir unten das Gerät entfernen, dann ist es aus eurer App raus. Ja. Und hier oben haben wir dann den Namen. Ne? Den können wir auch umbenennen. Ich lasse ihn einfach auf Smart Wassersensor. Ja, also das reicht mir eigentlich aus. Ich werde mir aber noch mal einen holen, nicht für die Küche, sondern für das Kinderzimmer beim Schreibtisch. Da läuft manchmal so Wasser vom Fensterbrett runter. Die Große lüftet manchmal nicht so richtig, dass ich da eine Mitteilung kriege, wenn da Wasser sein sollte. Auch wenn es nur Feuchtigkeit ist in dem ersten Augenblick, dass ich dann das wegmachen kann und ja, selber dann nochmal lüfte. So, dann haben wir hier den Modellnamen, dann haben wir Smart Hub, dass wir mit dem Smart Hub verbunden sind. Ja, das ist dann dieses hier. Da haben wir dann Informationen. Wartet mal, ich muss mal meine dadurch, dass es so dunkel eingestellt ist, dass ihr da besser sehen könnt, sehe ich natürlich noch weniger. So. Nee, jetzt nicht. So, hier sehen wir dann den Status von dem Hub halt, wie gesagt. Wir sind, die LED ist an. Status online. Klient 1. Moment. So, Frauchen kam. Mit der Kleinen. So, wie gesagt, Klient 1. Falls wir jetzt mehrere Klienten hätten, also mehrere solche Boxen, falls ihr eine große Wohnung habt, dass ihr eine... ziemlich eine Mitte und eine am Ende habt, ja, und die funken sich dann, je nachdem wie man das einstellen will. HomeKit Setup Code, ja, und da kann man dann halt den Setup Code vom HomeKit, den werde ich natürlich hier wegboxen. Alexa, Timer aus. 17 Minuten Timer angehalten auf. So, Tiger hat den Stuhl umgeschmissen. So, hier haben wir jedenfalls den Status. Wir können clean.
HomeKit-Code haben wir gemacht. Signal, wir sind jetzt bei 78%, damit meinen sie nicht das Signal von Handy zu dem Ding oder das zu dem Ding. Nein, das zum Router. Dann hier nochmal den Namen. Firmware-Version. Dann Hardware-Version. So, können wir zurückgehen. So, dann haben wir hier Warnung. Habe ich natürlich alles eingeschalten. Systembenachrichtigung, Wasser entdeckt und hast nicht gesehen. So. Dann Automatisierung. Habe ich welche drinne? Die können wir auch ausschalten eigentlich. Die brauchen wir nicht. Ich habe was anderes gemacht. Hier finde ich es sehr schade. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Wir können hier sagen, bei Wasser entdeckt soll was passieren, bei kein Wasser entdeckt soll was passieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Meros-Lampe nehmen, so, hier kann man einstellen, dass sie angehen soll, dass sie ausgehen soll und auch welches Licht. Das Problem, angeht sie. Das Licht funktioniert nicht. Also, ich meine, wenn ich jetzt hier eine andere Farbe habe, also ich habe immer Türkis, immer. Größtenteils, also ganz selten, dass mal was anderes ist. Ich habe gesagt, die soll rot werden. Wenn der Wassersensor anspringt, soll die angehen, die Lampe, und dann soll sie rot werden. Passiert aber nicht. So, dann haben wir Ton. Der Alarmton, der ist ziemlich, habt ihr ja gehört, der ist wirklich, da habe ich es ja noch nicht gezeigt, ich zeige es euch mal. Wir müssen dafür 1 und irgendeinen anderen verbinden. Das ist 3, 1, 2. Wasserschaden entdeckt. Da kommen wir gleich noch dazu. Das ist nicht Standard, das habe ich selber gemacht. Finde ich ein bisschen leiser. Ja? Und ich habe bei Meros leider keine Sirene oder irgendwas gefunden, was man mit dem Netzwerk verbinden kann, um ein akustisches Signal wiederzugeben oder zu erzeugen. Also das finde ich sehr schade. Da müsste Meros mal mit das ein bisschen erweitern. So, dann haben wir Verlauf exportieren, Strom. Hier haben wir dann den Akku, ja, die Batterie, also die ist natürlich voll. Wir können jetzt hier aber nicht raufklicken. Wir haben hier nur ein Icon. Europa, Standort, das ist dann halt unser Standort. So. Das war es eigentlich schon. Aber das war auch ziemlich schnell, weil ich ja die Meros-App sowieso mit Amazon verbunden habe, mit dem A-Punkt. Und ich bin dann hier rein in die App und da stand auch schon gleich da, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Weil die läuft ja im Hintergrund sozusagen. So. Mehr. Routinen. Wenn ihr jetzt eine Routine erstellt, ja, dann müsst ihr dann natürlich erstellen, müsst ihr dann ganz anders. Oder? Können wir hier oben machen? Oder? Ja, hier oben. So, eine Routine erstellen, ne? Oben das Pluszeichen. Egal. Ich will euch nur zeigen, wie ich die eingestellt habe. Figuren, Wasser, Licht, Licht, wo ist Wasser? Wasser, 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 smarter Wassersensor. Hier haben wir es. So. So sieht das bei mir aus. Ich werde mal ranzoomen, damit ihr das vielleicht noch ein bisschen besser erkennen könnt. So. Ich hoffe, ja, es spiegelt halt so ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt dann halbwegs was erkennen. So. So, muss ich mal so ein bisschen schräg machen, dass ihr ein bisschen besser erkennen könnt. So, ich habe jetzt hier, wenn, ja, da kann man ja sagen, eigentlich, wenn ich was sage, A-Punkt machen, ja, habe ich aber nicht. Ich habe nicht, wenn A-Punkt, ich habe hier, sagt hier, den smarten Schalter möchte ich drin haben. Also den Wassersensor. Wenn was passiert, was soll passieren? Also, wenn, der Wassersensor schließen. Also wenn er geschlossen ist. Ja, also seht ihr das hier oben so. Schließen. Ach Mensch, ey, Drecksfokus hier. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen. Dann macht er sich das ein bisschen besser. So, jetzt aber. So, wenn schließt, dann soll erstens die Sofalampe angehen.
Och, leck mich doch, ey. So, dann soll die Sofalampe angehen als Symbol, dass ich was sehe. Ja? Die soll angehen und rot sein. Und dann soll Alexa was sagen. Und zwar, nein, die das jetzt nicht sagen, Wasserschaden entdeckt. Da könnte auch sagen, Wasserleck gefunden, Rohrbruch, Wasser wurde gefunden oder was weiß ich. Wasser wurde erkannt. Und dann ganz unten gibt dir dann das Gerät ein, wo es abgespielt werden soll. Ich habe mich für den Fire TV Cube Wohnzimmer entschlossen. Ich könnte auch einen Flur machen, weil der Flur ist zentral. Da kann man von jedem Raum aus hören. Aber ich habe mich für den Cube Wohnzimmer entschieden, weil der läuft, der hat ja eine eigene Box. Die höre ich auch fast in der ganzen Wohnung. Und wenn der Fernseher an ist, dann habe ich es dann über die Fernsehboxen. Ne? Deswegen halt den Fire TV Cube Wohnzimmer. Ich hätte auch natürlich sagen können, auch was weiß ich, keine Ahnung. Achso, ja, hier den Echo Show in der Küche. Und ich habe jetzt hier noch nicht drinne, weil ich es noch nicht dran habe. Ich werde noch einen Punkt hinzufügen. Und zwar werde ich eine smarte Steckdose nehmen. Wo dann halt, so, werde ich mir holen, oder habe ich so einen Zweierverteiler, so ein Outdoor-Ding. Und da werde ich die Spülmaschine, also die Spülmaschine und die Waschmaschine ranhängen. Und dann, weil der kommt ja zentral dahin. Wenn das passiert, dass der hier auslöst, soll auch noch beide Steckdosen ausgehen. Zur Sicherheit, dass da nichts passiert, dass aus ist und nicht, dass dann noch Wasser reingepumpt wird oder rausgepumpt wird, falls es halt irgendwie am Schlauch oder was weiß ich wo liegt, ja, um den halt zu begrenzen. Und hier, wie gesagt, Wasserschaden entdeckt. Wenn, habe ich eingegeben, könnt ihr jedes x-beliebige machen, wir können sagen, können wir jetzt machen. Achtung, Odin, Wasserschaden entdeckt. Achtung, Achtung. Mein Mikrofon funktioniert schon wieder nicht. Ist wieder irgendwas im Hintergrund. Achtung, Odin, Wasserschaden entdeckt. Hoppala, da falsch. Deckt. So, dann speichern wir das ab, dass ihr das seht, dass das auch wirklich funktioniert. Ja, weiter. Dann steht das da auch unten da. Und wenn ich jetzt 3, 2, so, 1 und 2. Achtung, Odin, Wasserschaden entdeckt. So, das funktioniert richtig gut. Ja, kannst du nochmal machen. Achtung, Odin, Wasserschaden entdeckt. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Das funktioniert richtig gut. Also da arbeitete Merus ja im Gegensatz zu wie einige andere mit Amazon, Google, SmartThink, also mit den ganzen Anbietern halt zusammen, dass die Geräte untereinander auch funktionieren, dass man auch Produkt XY mit Produkt XB oder Produkt A mit Produkt B, Firma A und Firma B, was auslösen kann, was denn das andere Produkt machen soll. Oder wenn das eine Produkt was macht, soll das andere Produkt was anderes machen. Von komplett verschiedenen Herstellern. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war doch eigentlich kurz und knapp. Das muss ich aufpassen, dass das nicht wegkommt. Ja? Also das ist wirklich was für, also da habe ich mit meinen dicken Fingern wirklich zu tun gehabt. Aber sonst, Einrichtung habt ihr gesehen, super einfach, super simpel, alles am Stück geklappt, super. Bin mega zufrieden, wirklich. Ich werde den jetzt dann in der Küche hinstellen. Ich muss so gucken, wie ich das am besten mache und wie ich da rankomme.
Und dann muss ich mal gucken, man muss ja dann auch öfters mal oder irgendwann mal wieder später ran, dass man halt Batterie tauscht oder halt austauscht und neue hinstellt oder so. Da muss ich mal gucken. Ja. Bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall so einfach im ersten Blick. Echt gut. Gut verarbeitet. Gute Software. Hat alles gemacht, was er soll. Funktioniert mit Alexa-App gut. Man kann Sachen einstellen. Man kann plattformübergreifend oder entwicklerübergreifend Sachen machen. Habt ihr ja gesehen und funktioniert. Super. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.